Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn man den vorliegenden Antrag sieht, dann muss man zunächst einmal zur Kenntnis nehmen, dass Ihnen offensichtlich selber klar ist, dass Ihre großzügigen und großartigen Versprechungen, den LEP zu ändern, in absehbarer Zeit alleine verfahrenstechnisch nicht verwirklichbar sind. Deswegen versteigen Sie sich zu der Aufforderung an die Landesregierung, durch Erlasse und Verordnungen, ich sage es mit meinen Worten, den gültigen LEP auszuhöhlen. Nun, wir werden sehen, inwieweit das rechtlich möglich ist und in welchem Spielraum Sie tatsächlich rechtlich vorgehen können und das zusammen diskutieren. Zunächst einmal lohnt es sich aber ja, die Fakten zu begucken und zu beschauen, denn die Faktenfreiheit greift auch in dieser Frage nach meiner Ansicht um sich. Wir haben ein nationales Nachhaltigkeitsziel, das sagt nicht mehr als 30 Hektar Flächenverbrauch im Jahr. Übrigens auch ein Ziel, das die CDU in ihren Agrararbeitskreisen immer wieder fordert. Und wenn man das herunterbricht auf die Flächen von Nordrhein-Westfalen, dann sind das in der Tat die 5 Hektar, die wir im Landesentwicklungsplan verankert haben. Wir haben aber zurzeit zwischen 9 und 10 Hektar Flächenverbrauch im Jahr in Nordrhein-Westfalen. Und ich will Ihnen an dieser Stelle noch einmal zurufen, dass wir in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Hessen in den Landesentwicklungsplan Obergrenzen haben von 1,6 bis 3,6 Hektar. Das heißt also, wir reden hier über Zahlen, die in Nordrhein-Westfalen deutlich zu hoch liegen und die, das haben Sie früher auch selbst unter Herrn Uhlenberg behauptet, deutlich gesenkt werden müssen. Was ist aber Ihr Problem, Ihr angebliches Problem? Wir hatten das gestern auch zur Kenntnis nehmen können, übrigens mit wenig Fachahnung, als Herr Lindner Herrn Ott gefragt hat, wie man denn in Köln beispielsweise den Wohnungsbau ankurbeln könnte und dann als Antwort gegeben hat, dadurch, dass man den LEP ändert. Nur der LEP erlaubt den Wohnungsbau in Köln. Das ist überhaupt nicht das Problem. Er erlaubt ihn übrigens auch im Umfeld der Ballungsräume, ausdrücklich auch mit den Möglichkeiten von Ausnahmen. Aber er setzt eben Grenzen an den Stellen, wo der demografische Wandel auch heute noch ganz erhebliche Rückgänge bedeutet. Und er setzt ihn auch an den Stellen, wo man, ich sage es jetzt etwas platt und zugespitzt, wie man es in der Umgangssprache sagt, Wohngebiete auf der grünen Wiese ausweist, ohne Versorgungseinrichtungen, ohne Dienstleistungseinrichtungen, ohne ordentliche Verkehrsanbindungen, möglichst auch sogar noch mit Schienen und öffentlichem Nahverkehr. Da setzt er Grenzen. Übrigens lässt er selbst da wiederum Ausnahmen zu. Insofern, wenn Sie das so verallgemeinern, wie Sie das tun, gehen Sie an der Wirklichkeit vorbei. Und es geht Ihnen ganz offensichtlich darum, dass Teile Ihrer Partei und Teile auch der FDP, was den Wohnraum angeht, wieder zurückkehren wollen zum beliebigen, nämlich dem nicht siedlungsmäßig gesteuerten Vorgehen, sondern dem Vorgehen nach dem Motto, ich melde Bedarf an, egal wo das ist, und ich weise Wohngebiete auf der grünen Wiese aus und berücksichtige nicht, wie die tatsächlichen Entwicklungen im Land sind. Und ähnlich, meine Damen und Herren, verhält es sich auch mit Ihrer mehr von der angeblichen Wirtschaftsfeindlichkeit. Herr Hübner hat eben schon völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass nicht ein einziges Vorhaben behindert worden ist. Er hat nicht darauf hingewiesen, und das kann man auch noch an dieser Stelle tun, dass dieser LEP erstmalig für die Wirtschaft ein eigenes Unterkapitel hat und auch diverse Möglichkeiten einräumt, diverse Schwerpunkte eingeräumt hat, was alles vorher nicht der Fall war. Wenn wir das alles einmal zusammenziehen und auch berücksichtigen, dass am Ende des Verfahrens in den verschiedenen Regionalkonferenzen auch ausdrücklich von den kommunalen Spitzenverbänden darum gebeten worden ist, diesen LEP nun endlich zu verabschieden und Rechtssicherheit zu schaffen, da muss man feststellen, Sie verunsichern die Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker, die demnächst Regionalplanung machen müssen, jetzt zum Beispiel aktuell im Regionalplan Düsseldorf oder demnächst im Regionalplan Köln. Sie machen nicht klar, wo sie wirklich hinwollen. Sie schieben den Kommunen ein Stück weit den schwarzen Peter zu und sie drücken sich um die Arbeit, die sich die SPD und die Grünen in der letzten Wahlperiode gemacht haben,
nämlich Perspektiven für 15 bis 20 Jahre aufzuzeigen und gleichzeitig Instrumentarien vorzusehen, die immer wieder aktuell auch die Möglichkeit bieten, entsprechende Veränderungen im Verfahren vorzunehmen. Ich bin gespannt darauf, welche Erlasse und Verordnungen Sie uns in der nächsten Zeit vorlegen werden. Wir werden das sehr kritisch beäugen. Und ich sage Ihnen voraus, ähnlich wie beim Windenergieerlass, wird es noch manche Überraschungen geben, im Gegensatz zu Ihren großspurigen Ankündigungen. Und wir werden dann zusammen gucken, wo Sie am Ende landen. Schönen Dank.